Vielen Dank, Matthias. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen, dass Sie bis zum Schluss ausgeharrt haben und versuche mich kurz zu fassen. Ich bitte Sie zu entschuldigen, wenn ich etwas undeutlich rede, ich bin im Moment erkältet. Zu meiner Person möchte ich mich nicht lange aufhalten, dazu finden Sie Angaben in den Tagungsunterlagen und ich möchte gleich Ihnen vorstellen, was ich Ihnen präsentieren möchte. Zuerst einen kurzen Überblick, was ist die SIK eigentlich, wieso und wie kümmert sich die SIK jetzt um Fragen der ICT-Beschaffung, wer ist mit dieser neuen Arbeitsgruppe gemeint, um die es heute geht, wie gehen wir vor, was sind unsere Ziele und wie können Sie, meine Damen und Herren aus der öffentlichen Verwaltung, die hier hoffentlich auch häufig vorkommen im Publikum, mitwirken. Die SIK ist Ihnen sicher, viel unter Ihnen, kein neuer Begriff, aber in aller Kürze möchte ich doch kurz darstellen, wer hier eigentlich vor Ihnen steht. Die SIK ist der Verein der ICT-Organisation der öffentlichen Verwaltungen des Bundes, der Kantone, der Gemeinden und auch des Fürstentums Liechtenstein. Das Ziel der SIK ist, die Zusammenarbeit dieser Gemeinwesen auf dem Gebiet der ICT zu fördern. Keine geringe Aufgabe, wenn man die Grafik denkt, die Herr Rüsso vorher gezeigt hat, mit den X-Fachapplikationen der Straßenverkehrsämter, die zusammenfinden, schmerzhaft oder weniger schmerzhaft. Und auch hier spüren wir immer wieder die schönen und weniger schönen Seiten des Föderalismus, wenn wir in der SIK versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Viel mehr über die SIK finden Sie natürlich im Internet, aber Sie sehen auch hier schon in der Übersicht, eines der Ziele der SIK ist es, optimale Beschaffungskonditionen zu erarbeiten. Bisher hat die SIK zum Beispiel für ihre Mitglieder Rahmenverträge betreffend Lizenzkonditionen mit Anbietern wie Microsoft oder Swisscom im Bereich der Mobiltelefonie abgeschlossen. Wieso ist es jetzt die ICT-Beschaffung, die denn das Thema einer neuen Arbeitsgruppe ist? Der Umstand, dass Sie sich hier an einer IT-Beschaffungskonferenz befinden, bedeutet, dass ich Ihnen die Antwort darauf wohl nicht vorbeten muss. Die Antwort ist wohl die gleiche Antwort wie die, die Herr Butterweg vorher gesagt hat, wieso die Post jetzt plötzlich 38 statt 8 WTO-Ausschreibungen im Jahr macht. Die öffentlichen Beschaffungen werden immer mehr zum Thema der Öffentlichkeit und der Politik und diese fordern nun sehr zu Recht auch bessere Methoden zur Gewährleistung der Integrität und Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Beschaffungen. Die schönen und weniger schönen Seiten des Föderalismus waren es unter anderem, die lange auch dem entgegengewirkt haben, dass wir hier in der Schweiz eine wirksamere Nutzung von Synergien und gemeinsamen Wissen auch in der ICT-Beschaffung realisieren konnten. Man denke zum Beispiel daran, dass es bis vor im Moment noch 26 Beschaffungsgesetzgebungen der einzelnen Kantone gibt, plus einen des Bundes. Das wird jetzt zum Glück mit dem Projekt Aurora, mit der gemeinsamen Revision der interkantonalen Vereinbarung und des Bundesgesetzes über öffentliche Beschaffungen jetzt auch harmonisiert. Es gibt jetzt aber Gegentrends. Zum einen ist der zunehmende politische und Finanzdruck. Es ist nicht mehr so, dass diese Probleme einfach unter dem Tisch bleiben, sondern werden heute in der Öffentlichkeit diskutiert. Die IT wird auch immer stärker kommodifiziert. Es wird jetzt alles als Service und als schlussfertiges Paket angeboten, was natürlich die gemeinsame Beschaffung erleichtert und auch agile und flexible Beschaffungsmethoden, einige davon haben wir heute vorgestellt erhalten, werden etablierter. Zu erwähnen ist noch, dass die Romandie hier der Deutschschweiz voraus ist. Es gibt dort einen Beschaffungsverband, das PER, das Partenariat der welschsprachigen Kantone, die schon seit vielen Jahren gemeinsam ICT-Hardware beschaffen. Das Ziel unserer Arbeitsgruppe ist jetzt zu versuchen, solche Synergien stärker auf gesamtschweizerischer Ebene zur Geltung zu bringen. Wir haben uns zusammengefunden als Fachleute der Beschaffung von ICT-Leistungen aus der öffentlichen Verwaltung, und zwar aus großen Beschaffungsstellen des Bundes. ArmaSwiss ist im Moment bei uns vertreten, der Kanton, die Sie hier sehen, und auch einige größere Städte und auch der Forschung in der Person von Matthias Stürmer, des Organisators der heutigen Tagung. Wir sind eine ganz junge Arbeitsgruppe, uns gibt es seit März, wo die SIK die Gründung beschlossen hat und ist jetzt im Aufbau und darum ist das hier auch eine kleine Werbeveranstaltung. Wie sind wir strukturiert? Wir konzentrieren uns auf die Arbeit in sogenannten Projektbereichen, in denen wir in sich locker und nach Bedarf treffenden Gruppen Ergebnisse erarbeiten. Die Leiterinnen und Leiter dieser
Projektbereiche bilden die Kerngruppe, die die Planung, Steuerung, Berichterstattung und Rapportierung sicherstellt, und dem Informationsaustausch dient eine Plenarsitzung ungefähr zweimal im Jahr. Was wollen wir eigentlich erreichen? Unsere Vision ist, dass wir ein virtuelles Kompetenzzentrum für ICT-Beschaffung in der Schweizer Gemeinwesen bilden können. Dieses virtuelle Kompetenzzentrum soll die SIG-Mitglieder befähigen, ICT-Beschaffung effizient, wirtschaftlich und rechtmäßig abzuwickeln. Wenn ich jetzt von Befähigen rede, meine ich natürlich nicht die großen professionellen Beschaffungsstellen, zum Beispiel der Post, des Bundes. Die haben genügend Ressourcen und Mittel und Fachleute, um viele dieser Herausforderungen aus eigener Kraft zu stemmen. Aber viele der kleineren und mittleren Kantone, der kleineren und mittleren Gemeinden können das nicht. Aber auch sie müssen ICT-Lösungen, große ICT-Lösungen beschaffen. Man denke daran, ein Drittel der Staatsausgaben der Schweiz wird auf Stufe Gemeinde ausgegeben, wo dieses Know-how noch nicht so in diesem Umfang zur Verfügung gestellt werden kann. Und wir wollen jetzt versuchen, auch im Geiste der eidgenössischen Solidarität ein Forum aufzubauen, in dem auch das Wissen und das Know-how der großen Beschaffungsstellen, die es in der Schweiz gibt, auf die Stufe der unteren föderalen Stufen, auf die Stufe Kleingemeinwesen zur Geltung gebracht werden kann. Ich möchte Ihnen kurz die einzelnen Projektbereiche vorstellen, zusammen mit den Zielen, die wir uns für 2014 bereits gesetzt haben, und mit einigen unverbindlichen Ideen, die im Raum herumschwirren, die Ihnen aber eine Idee geben könnten, in welche Richtung sich die Arbeit der Arbeitsgruppe weiterentwickeln könnte. Im Bereich der Beschaffungsplanung und Koordination geht es darum, dass wir ein Forum zur Verfügung stellen wollen, wo der Informationsaustausch unter den SIG-Mitgliedern erfolgen kann, wer will wann was beschaffen, um überhaupt die Grundlage zu schaffen, dass man sich zum Beispiel zu Kooperation oder Beschaffungspartnerschaften zusammenführen kann. Und eine weitere Arbeit könnte auch sein, wenn wir diesen Informationsaustausch mal auf die Beine gestellt haben, dass wir auch auf der Stufe der SIG bereits gemeinsame Beschaffungen koordinieren. In diesem Jahr wollen wir zunächst einmal die Methodik und den Bedarf erheben und dann in den späteren Jahren dann an standardisierte Lösungen und möglicherweise dauernde Strukturen denken. Im Bereich des Vertragswesens geht es darum, die Ihnen sicher auch schon bekannten allgemeinen Geschäftsbedingungen der SIG weiter zu pflegen und weiter zu entwickeln. Im Moment läuft hier eine Revision der SIG, die das Ziel ist, die revidierten allgemeinen Geschäftsbedingungen der SIG noch dieses Jahr von den zuständigen Gremien genehmigen zu lassen. In der Zukunft könnten wir uns hier zum Beispiel eine erweiterte Palette von Musterverträgen im ICT-Bereich, die wir zur Verfügung stellen, vorstellen oder auch daran zu arbeiten, die Grundlagen der SIK und des Bundes aneinander anzugleichen, um auch hier eine größere Durchgängigkeit zu ermöglichen. Im Projektbereich Methodik und Grundlagen geht es darum, dass wir Erfahrungen aus ICT-Beschaffungsvorhaben, die sogenannten viel bekannten Lessons Learned, sammeln, verbreiten und analysieren, natürlich immer unter Wahrung der gebotenen Vertraulichkeit. Wir wollen auch Vorlagen, Ausschreibungsunterlagen, Ausbildungsunterlagen und andere Grundlagen erarbeiten und nach Möglichkeit auch einen Grundstein für ein Wissensmanagement der öffentlichen Verwaltungen im Bereich der ICT-Beschaffung aufbauen. Auch hier wollen wir in diesem Jahr zunächst einmal einen Bedarf erheben, die bestehenden Hilfsmittel und Grundlagen erfassen und uns dann in den späteren Jahren an die Erarbeitung neuer Grundlagen machen, wie zum Beispiel die Überarbeitung der Vorlagen, die heute im ganzen Land herumschwirren, auf der Basis der revidierten IFÖB, die ja ganz neue und weitergehende Vorgaben machen wird, auch zum Beschaffungsverfahren. Im Bereich der Rahmenverträge gibt es, wie erwähnt, schon einige, zum Beispiel mit Microsoft, mit Swisscom, mit anderen Großunternehmen. Die müssen regelmäßig neu verhandelt und optimiert werden. Und auch hier werden wir uns darum kümmern, das Vertragsportfolio zu bereinigen und nach dem Bedarf unserer Mitglieder allenfalls auch auszuweiten bis hin zur möglichen gemeinsamen rahmenvertraglichen Ausschreibung von Standardleistungen. Im Bereich Aus- und Weiterbildung geht es darum, Grundlagen zu schaffen für eine gemeinsame Aus- und Weiterbildung der ICT-Beschaffung der Schweiz, auch mit dem Ziel, diesen Tätigkeitsbereich, der auf vielen Ebenen noch nicht durchgehend professionalisiert ist, stärker zu professionalisieren. Auch hier geht es zunächst darum, die Ausbildungsbedürfnisse zu erheben, und ein Produkt, in Anführungszeichen, haben wir uns schon angeeignet, das ist die CS-Ausbildung, zu der Sie einen Flyer in den Tagungsunterlagen finden, die Matthias Stürmer hier in der Uni Bern zurzeit aufbaut.
Und schlussendlich geht es auch noch um die Vernetzung, die Verbindung zu halten zu anderen Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung, zum Beispiel mit Beschaffungsorganisationen und Fachverbänden der Privatwirtschaft, die häufig eine ähnliche Herausforderung vor sich finden wie wir in der öffentlichen Verwaltung, oder auch Kooperation mit bestehenden Beschaffungsverbänden wie zum Beispiel dem PER. Was geht das nun Sie an? Und wenn ich jetzt Sie sage, meine ich Sie vor allem in Ihrer Eigenschaft als Mitglied und Angestellter oder Angestellter einer öffentlichen Verwaltung. Wir sind nur so stark wie unsere Mitglieder, und ich sagte schon eingangs, ein wesentliches Ziel der Arbeitsgruppe ist auch das freundeigenössische Sharing von Erfahrungen und Kompetenzen. Wenn Sie jetzt also Einkäuferin oder Einkäufer oder Beschafferin oder Beschaffer im ICT-Bereich sind, insbesondere natürlich mit größerer Erfahrung oder in leitender Position, wenn Sie Juristin oder Jurist mit Erfahrung im öffentlichen Beschaffungsrecht sind, oder wenn Sie sonst jemand sind mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen oder solche Leute in Ihrer Organisation kennen, und wenn Sie obendrein auch noch, wie gesagt, Mitglied einer Angestellter einer öffentlichen Verwaltung sind, dann würde ich es mich sehr freuen, bei Interesse, wenn Sie Kontakt aufnehmen würden mit mir, damit wir besprechen können, wo, in welchem Projektbereich wir Ihre Fähigkeiten einsetzen können. Die Voraussetzung für eine Mitarbeit ist, Sie müssen in mindestens einem Projektbereich aktiv mitarbeiten, und Sie müssen auch Ihre Interessenbindungen offenlegen, weil es wäre natürlich peinlich, wenn Sie dann zum Beispiel Microsoft verhandeln und dann sitzt jemand da am Tisch auf unserer Seite, der selbst Angestellter von Microsoft ist. Ich hoffe, ich habe Sie mit meiner ganz kurzen Werbeveranstaltung nicht allzu sehr gelangweilt. Ich bedanke mich für Ihr entweder aktives oder passives Interesse und stehe Ihnen für Fragen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank.